Hallo, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Bench hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ich sehe gerade, wir brauchen überall irgendwie die Werkzeuge, aber ich habe hier Kohle eingesteckt. Warum, weiß ich gerade nicht mehr. Deswegen gehen wir mal wieder hier rum, machen Play, zweifache Geschwindigkeit und gucken uns einfach mal an. Ich habe das Ewigkeit nicht mal gespielt, wie jetzt eigentlich unsere Leute hier verteilt sind. Also wir haben den einen Blacksmith, der sowieso wichtig ist, das ist gut. Und in der Minimum arbeiten 3 Leute. Da können die 4er arbeiten, habe ich auch nichts dagegen. Farmer sind 10 statt 12, das klappt auch alles wunderbar. Ja, Ewigkeit nicht mal gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wann der letzte Part hier war, dass wir eigentlich hier nichts mehr gemacht haben. Der Blacksmith, was ist denn mit dem los? Er hat keine Sachen mehr, womit er arbeiten kann. Da werden wir auch mal hier beim Feuerwut auf 600 gehen, das wird ja vollkommen reichen. Und die Forster, die müssen wir richtig, richtig arbeiten jetzt. Aber wir können ja auch selber sagen, jo, okay, geht mal vorhin und ja. Ja, wen es interessiert, wir haben heute den 3. November. Also ich nehme sehr viel in Vorproduktion auf, was glaube ich aber auch viele verstehen würden, wenn sie ich wären. Ich glaube es mal, ich hoffe es mal, dass ihr mich trotzdem versteht. Wir werden einfach schon mal hier das erste Haus hinbauen. Ich habe ein bisschen AFK auf einem anderen Profil gespielt und habe auch gemerkt, was eigentlich auch wichtig ist, was gut wäre und so weiter und so fort. Und habe gemerkt, ja okay, so funktioniert das, so funktioniert das und so funktioniert das. Und wir haben ja sehr viel Essen. Deswegen würde ich sagen, wir können ruhig 2 Familien gerne ausziehen lassen, weil irgendwann mal ist das viel hier und ich glaube auch nicht, dass die unter sich gerne ficken. Richtig hart. So, der Trailer wird auch gebaut. Ich weiß nicht, ob das Ganze wichtig ist, aber wir sprühen mal das Ganze schön mal schnell vor. Was mir gerade so auffällt, die ganzen sind doch, die Leute sind doch bescheuert, oder? Die tun hier mal was hin, da mal was hin, da mal was hin. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Hier sind wir doch auch relativ, ach du Heilige, haben wir viel zu fressen. Wichtig ist auch, dass man Feuer, jetzt haben wir ja auch so unendlich viel. Da können wir jetzt sagen, okay, geht mal Leute, geht mal hier weg. Und geht mal schön in Minen mitarbeiten. Denn wir brauchen Minenarbeiter. Die nehmen wir auch mal kurz alle hier weg. Die gehen alle in die Mine. So, der Trailer ist auch fertig. Da könnte man eigentlich einen wegnehmen und zum Trailer machen. Also zum Schneider. Und nochmal schön die Klamotten bekommen. Feuerholz soll man ja das Limitorium, wir nehmen 700. Aber 700 ist auch schon sehr, sehr viel. Warum schließe ich jedes Mal das Fenster, frage ich mich. Weil ich dämlich bin. Wir müssen aber auch so schnell wie möglich Stopp machen, sobald wieder Sommer ist, weil, wer weiß es, genau, weil wir einfach mal dann wieder alles umbauen müssen. Und das dauert eben seine ganze Zeit. Im nächsten Jahr können die auch alle umgezogen sein. Ich bin auch gerade an der Überlegung, ob ich mal umziehe. Ist so eine Sache, im Moment brauche ich mein Geld für viele, viele, viele andere Sachen. Mein Auto muss auch bald TÜV und ist auch nicht bei der Jüngste, also kann da viele, vieles passieren. Sache ist eben, ja, größere Wohnung ist schon ziemlich geil und Geld spart man auch immer wieder an. Auch wenn das Auto jetzt nicht unbedingt sein muss, lohnt sich das, eine eigene Wohnung zu holen. Eine eigene Wohnung, also eine neue Wohnung, so umzuziehen in eine neue Wohnung, wäre bestimmt schon ziemlich, ziemlich nice. Aber ich weiß es nicht. Also ist das wirklich jetzt so? Und wenn ja, ob ich dann alles aufnehme oder so, das weiß ich auch überhaupt nicht. Also muss sie wieder da sein, genau, schön. Plus Pumpkins hier, lecker. So, Ressourcen, wir haben wohl keinen Stein mehr. Wir haben keinen Stein mehr. Das ist mir auch letztes Mal immer wieder aufgefallen, dass wir überhaupt keinen Stein haben. Dass ich einfach so bescheuert bin und keinen, wenn mir auffällt, dass wir keinen Stein mehr haben. Frage ist nur, wo holen wir Stein her? Ich glaube, wir haben da erstmal was zu tun. Und wir können uns überlegen, wie wir die Zukunft hier in unserem wunderschönen Dorf fortsetzen. Weil ich weiß es gerade überhaupt nicht, wie wir das am besten weitermachen können. Also wir haben hier den Gearshunter, der hat ein Food, der ist auch beim Food Limit.
Der Hunter hat auch ein Food Limit, die hängen alle beim Food Limit 8000 mit drinne. Und ich würde einfach mal sagen, wir könnten mal ein Feld komplett schließen. Können hier zwei rausnehmen und können mal in die Mine gehen. Weil ich finde mal zu jagen oder ja gut. Der ist vielleicht auch nicht so. Den nehmen wir auch mal raus und den lassen wir auch mal hier hingehen. Die Sache ist, bei Jagd kriegen wir auch Leder und Leder bringt uns ja Klamotten und Klamotten bringt uns Wärme. Auch wenn es nur 15 Klamotten sind. Aber guck mal, wir haben hier noch 24 Leder um 6. Und der hat auch noch ein bisschen kein Leder. So, an sich, die Klamotten sind alle fertig. Das ist gut. Das Haus wird gebaut. Schön, schön, schön. Freut mich. Da finde ich eben es besser, wenn wir hier den mit der Jagd ein bisschen hochnehmen. Oder allgemein das Essen. 10.000. Hier ist jemand tot. Oder stirbt gleich. Nein, der todkrank. Hier bauen. Wichtig. Glaube ich mal. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, Gesundheit. Und sie wird gleich sterben. Ja, darauf müsste man eigentlich mal achten. Wir haben ja die Kräuter, die haben wir doch bestimmt schon. Revelist, ja, das sind die Kräutersachen. Ich frage mich gerade, wo das Zeug zwar hinkommt. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Hebalisten rein. Aber der Hebalist ist ja der Holz oder der, ja, der macht's hier für die Gesundheit. Also was fehlt uns hier alles? Uns fehlt hier gar nichts. Also wir sollen müssen 10 von 10 Sachen. Nee, die können bauen. Oder Steine fehlen. Ah, Steine. Stone, 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 hier bauen. Das ist richtig mies, wenn wir hier kein Steinwerk großartig haben. Also wir bräuchten dann auch ein Steinhülle, also hier, ihr wisst schon, was ich meine. Die bunten Person ist tot, oder? Ist sie tot? Ah, fuck. Naja, gut. Dann müssen wir da uns mal ganz, ganz schnell reinsetzen. Dass das gemacht wird. Also Iron haben wir jetzt erstmal genug. Das, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr verstecken. So. Das Feld verrottet jetzt, ist mir aber auch jetzt gerade egal. Wie gesagt, ist ja nicht so wichtig. Und jetzt wird unseres Hospital gebaut. Was mir auch auffällt, wir sind jetzt in 2 Jahre lang. Gerade eben. Und wir kriegen keine kleinen Kinder mehr. Irgendwas ist da wohl falsch. So, die erste Familie kommt. Oh, fuck, ist die eingezogen schon. Das ging aber relativ schnell. Und hier machen wir noch die zweite rein. Und da haben wir auch schon unseren Physikanten, der hier ist. Der weiß bisher nicht wohin, aber der wird in wenigen Stunden, Tagen, Sekunden seine Arbeit besetzen können. Und da ich denke, wir kriegen das hin mit dem Feuerholz und so, denke ich mal, dass wir unser zweites Haus hier nehmen, leicht hinsetzen können. Wir haben auch nur noch Feuerholz. Wir haben kein richtiges Holz mehr da. Also irgendwie kommt hier unser Forster nicht mehr hin. Wir haben auch nur einen dabei, okay. Aber trotzdem. Also mit den Feldern ist, glaube ich, jetzt gerade übertrieben. Am Anfang hat man zwar so die Riesenangst, aber im Moment sieht das ja ziemlich gut aus. Wir haben insgesamt jetzt allein an Pumpkins haben wir 7000. Dann kommt noch das Fleisch dazu, die ganzen Beeren kommen noch dazu. Ist zwar nicht so viel, aber so nochmal fast 400 kommt noch dazu. Kann man relativ stolz sein und das Jahr hat erst begonnen. Also die Ernte geht bald los. Und dann geht nochmal die Pumpkins Aberntung nach oben und unser Hospital ist fertig. So, die Sache ist jetzt eben, der Buddhist, der, ich weiß, dass man hier Herbst dann drin hat. Ja, jetzt Herbst, okay. Jetzt sind sie wieder weg. Also arbeitet er. Richtig. Klamotten sind gerade in Ordnung, das ist schön.
Ja, da würde ich sagen, es ist eigentlich relativ gut, was wir heute geschafft haben. Nicht viel. Wir haben vieles so nebenbei gemacht. Wir haben sehr viel Feuerholz. Die Frage ist jetzt eben, ob wir jetzt... ja doch, ich glaube, nächste Folge werden wir noch uns ein nächstes Haus holen. Aber nur, wenn euch der ganze Part gefallen hat. Wenn nicht, gibt einen Daumen unten. Wenn ja, dann gibt einen Daumen oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Man of the World. Ciao, ciao.